So, herzlich willkommen zu unserem angetestet Video zu Yes, Your Grace. In der vierten Episode, vielleicht die letzte, wir werden sehen. Wir können eigentlich die nächste Woche starten. So, wir können noch Blumen kaufen. Vorräte haben wir eigentlich genug. Steuern sind jetzt bei 12. Das war vorher mal 11. So, Woche 7. Was war der? Der Bauer. Wir werden jede Woche einen Gold für das Königreich beisteuern. Das ist sehr großzügig. Das ist aber schön. Der ist ja total besoffen. Bauer. Ich habe jetzt keinen General. Was ist denn 7? S? Hä? Kuba, ja. 7 Säcke, so das heißt. Okay. Genau, das ist doch der Typ, von wo die Tante gesagt hat, ich werde ihn mal ins Gefängnis stecken. Okay. Ich würde gern mal ins Gefängnis, genau. Und jetzt noch zwei drin. Vielleicht ist er wirklich unschuldig. Weiß man's? Sollte ich, ach nee, Moment. Ich muss eine Taube schicken. Was heißt denn das? Taube 11-1? Wie kann ich denn mit der Kleinen sprechen? Wo ist sie denn?
Normalerweise war die immer auf der Mauer. Weder Katz noch Kind. Tja. Was ist denn jetzt hier? Der Karte können wir auch nichts machen, weil ich ja niemanden hab. Genau, niemand da. Tür. Dann machen wir halt weiter. So, durch das neue Gasthaus, durch die Tavernengeschäfte, da hätte ich wahrscheinlich noch ein Gold mehr rausschlagen können. Bank? Bank müsste jetzt eigentlich auch das letzte Mal sein, oder? Das sieht ja alles echt gut aus. Hier gibt es auch nichts mehr zu investieren. Ich kann mich um nichts kümmern, weil ich keinen General habe, oder ist es da? Die Dame Ada. Er zog eine dreckige, cremefarbene Schürze, ein dunkelgrünes Hemd und einen Hut. Eine dreckige, cremefarbene Schürze? Das kann wieder aussah. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hoi, 60. Dankeschön. Der schon wieder. Gefieder? Da ist sie doch, die Kleine. Wenn wir eine Hexe zur Verfügung hätten, könnten sie die Krankheit behandeln. Das war jetzt sehr großzügig. 7 Gold ist teuer. Das war sehr teuer, ob das so schlau war. Naja. Ich bin halt ein großzügiger König, was soll ich tun? So, jetzt gehen wir erst zur Mauer. Da ist die Katze wieder. Wieso hat jetzt Kürbis zu ihr gesagt? Kürbis sagt er immer zu der Kleinen. Das mit der Tochter berührt mich ein bisschen. Als Vater, tatsächlich.
Abo. Hoi. Hoi. So, was ist in den Gärten los? Wir sind fast fertig mit der Hochzeitszeremonie. Für dich vielleicht. Mit Prinz. Also die Übersetzung könnte ich deutlich verbessern, wenn ihr mich nur lasst. Ich würde meine Hilfe anbieten. Ui. Inu. Uga aba kalana. Estina ahoma. Ai. Umbala. Kapibas Tubala Kuvina Ikana. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist aber auch nicht gut, würde ich mal sagen, oder? Hast du schon etwas gefunden? Saya Koi. Oida. Kuwa ja. Oibaka. Doiva! Flare oi! Flare oi! Taboa! Flare! Oi, Cabo! Cabo oi! Was ist mit dem Typ? Der ist irgendwie seltsam, oder? So. Oi, oi, oi! Ach so, Moment. Können wir den General schicken? Ja. Okay. Ah, cool. Wir müssen jetzt auch keine Dings mehr bezahlen. Keine Rückzahlung mehr an die Bank. Das heißt, wir streichen den gesamten Gewinn ein. Das ist doch super. Let's throw a party ist eine neue Errungenschaft, die ich gerade bekommen habe. Ja, ja. Flada, ja. Wo ist das? Oh, ja. Flada, ja. Flada. Ja, boa. Boa, ja. So, ja, ja. Flada, wie? Oh, ja. Flada, so, ja. Oh ja, da ja. Oh ja, halt. Fly. Ivo, er ist ein guter Junge. Iba, boah. Divinala. Ushala. Ui, Iba. In Kuvana. Ui, Bada. Ui, da. Wanda Bayo. I SMY. Taboa. Wait, will ya fly? Splatter. Warum denkst du das? Oh ja. Flatter ya. Flatter ye way. Taboa da. Und die Party ging weiter, alle waren damit beschäftigt zu essen, den besten Wein zu trinken. Die Band war auch erstklassig. Wobei. So. So. Und dann.
Die Party lief besser als erwartet. Suaya. Ladaoi. Sayakoi. Zari. Zaro. Zarabo. Nari. Zutai. Playai. Klari. Ist er gestorben? Das erinnert mich ein bisschen an Game of Thrones. Das ist ja toll, oder? This couldn't end well. Neue Errungenschaft. Lady Ada. Ach, die gibt mir Weizen. Die gibt mir keine Kohle. Die gibt mir Weizen. Und die 100 und die 60 Leute. Okay. Mhm. So, wie kann ich denn neue Agenten anheuern? Das steht mir gar nicht zur Verfügung, die Option. Komisch. Aber das lief jetzt nicht gut. Rabate Baro, Zui. Oara Bai. Oe, oea. Oe, bai. Oe, bai. Iba, oa. Awai. Oe, da, ba. Oe, da, pong. Oe, oe, oe. Oi. 32 Männer und 6 Gold. Wo ist der Haken? Überreden Sie Lurs, die Lieferung zu erneuern, und meine Männer werden Ihnen im Kampf helfen. Sie können jetzt die Karte verwenden, um Orte zu erkunden und den Einheimischen zu helfen, zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Aha. Das Problem ist nur, ich habe ja nur diesen einen General, das ist doch Mist. Ja. Oh Gott, mir kann ich das. Die Opfergaben des Lehnsherrn werden rechts von ihrem Profil angezeigt. Mhm. Also, sie laden jetzt mal den Lotus ein.
Gut. Das ist der General, oder? Ah, das ist ja. Das ist ja nicht so schlecht. Der Diener? Sie können gehen, dann verlassen Sie Davan erst nach dem Royal Trial. Ich kann den General dafür nicht entbehren. Scheiße, das war jetzt nicht so günstig, aber den konnte ich jetzt auch nicht schicken. Ich hätte wahrscheinlich. Naja, ich muss ein bisschen härter sein in meinen. Was ist jetzt hier los? Etwas härter sein in meinen Entscheidungen eigentlich. So. Runter vom Thron und gucken, was hier noch so gibt. Also, gehen wir mal ins Verlies. Mal schauen, ob wir da weiterkommen. Hattest du was mit Talis Tod zu tun? Es ist eine Art Zahn. Aha. Ich habe die Gefangenen bewacht, euer Gnaden. Nun ja. Ein wenig wobbelig, aber was? Ich habe die übliche Überprüfung aller Keller durchgeführt. Ja, ein wenig wobbelig, aber dort habe ich den Zahn gefunden. Okay, was heißt im Zahn? Im Zahn war dann Gift drin, oder? Da ist der Zahn, ja, okay. Großer Zahn. Beweise. Such einen Experten. Verdächtige befragen. Aha. Aber sicher wird sie das. Ich kann Ula, was Nama, Inakovo, Pirstaba, Dabua,
Okay. Und was gibt's jetzt hier? Eine Taube. Lieber Vater, wir sind gut angekommen. Artana ist nicht wie Davan. Die weiten Straßen von Hagos scheinen sich endlos auszudehnen. Asalia will sich hier gerne verlaufen. Die Reise war anstrengend, aber die Aussicht hat alles wettgemacht. Sedani hätte einem die Ohren mit ihren Fragen abgenommen, wenn sie Landschaften hier gesehen hätte. Die Klippen und Felsen erstrecken sich über ganz Artana. Man fühlt sich dadurch sehr klein. Auf all diesen Felsen liegt Hagos wie ein Nest, das alles überblickt. Jetzt verstehe ich, warum sie den Greif als ihren Banner benutzen. Es tut mir wirklich leid für die letzten Wochen, die wir zusammen verbracht haben. Umarme Mutter von mir, deine Lorsulia. Untersuchungsfortschritt. Sag ihr, dass sie ihre Hausschuhe vergessen hat. Ich bin noch nicht fertig. Dass sie ihre Hausschuhe vergessen hat. Na gut. Ich habe ja gesagt, so ungefähr bis zur Hochzeit wollte ich spielen. Und ich denke, damit lassen wir es jetzt auch dabei. Ja, was kann ich über das Spiel sagen? Nehmen wir mal, kommen wir mal zum Fazit des angetesteten Videos nach, keine Ahnung, 80, 100 Minuten. Naja, so viele Minuten waren es nicht. Moment, wie viele Teile hatten wir? Doch, 80 Minuten werden es schon gewesen sein. Wir sehen hier ein schönes Pixel-Art-Spiel. Also die Optik, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist eine Optik, die so in die Richtung 16-bittig geht. Und das finde ich immer hervorragend. Das Spiel sieht aus wie ein Adventure Anfang, Mitte der 90er, wenn man so möchte. Könnte auch von LucasArts sein. Spielerisch, vom Gameplay her, ist es aber kein Adventure. Es ist eher so eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel, spielbare Geschichte. Bisschen Adventure natürlich trotzdem, weil wir ja durch die Schauplätze laufen und mit Leuten reden. Aber die Kern-Gameplay-Mechanik erinnert mich tatsächlich am allermeisten an Reigns, an dieses Kartenspiel. Passt auch übrigens zu den Stimmen. Bei Reigns waren die Stimmen nämlich auch so etwas seltsam. Das ist ein Element. Klar, die können hier keine Sprachausgabe realisieren, aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen nervig, die ganze Zeit dieses. Aber ja, ist halt ein Element, kann man mitleben oder auch nicht. Ich mag dieses Element der Entscheidung, also dass die sich da sozusagen von meinem Thron da auftürmen und jeder will seine eigene Entscheidung haben, dass man sich entscheiden muss, ob man gut oder vermeintlich böse handelt, ob man egoistisch handelt zum Wohl des Reiches, dass man die NPCs ein bisschen einschätzen muss, wobei das jetzt nichts ist, was besonders investigativ wäre oder so, also es ist manchmal sehr offensichtlich und manchmal ist einfach nur Zufall, was man nimmt, weil man es ja nicht wissen kann. Also auch nicht besonders tiefgründig. Aber es ist schon ganz cool, so, ne, mit, dass man irgendwie Verbündete bekommen kann, wenn man den einen einsperrt. Und was ich mir besonders gut gefällt, weil ich Wirtschaftsteile immer gut finde, ist, dass man investieren kann und dann tatsächlich dann auch so einen Profit am Ende hat. Das finde ich ganz cool. Die Gespräche beim Thronsaal finde ich sehr interessant. Die Gespräche mit der Familie finde ich teilweise echt langweilig, muss ich tatsächlich so sagen. Die Gespräche mit meiner Lorsulia, die finde ich ganz okay, weil es ein bisschen ja, mich emotional rührt und ich mich da reinversetzen kann. Auch weil der König dann ja sozusagen das Wohl des Königreichs gegen das Wohl seiner Tochter abwägen muss. Das ist ganz okay und auch so, wie sie dann reagiert und das passt schon. Aber so diese ganzen Gespräche, vor allen Dingen mit meiner Königin, mit meiner Frau, die sind echt nervig. Das ist auch sinnlos irgendwie.
Also, der Thronsaal-Teil der Gespräche gefällt mir, der Familienteil eher nicht so. Was ich überhaupt nicht so richtig blicke, ist das mit der Karte. Ich weiß nicht, wie ich an weitere Agenten komme. Offensichtlich, bis jetzt konnte ich die nicht kaufen. Und das irgendwie das Erkunden hier der Umgebung, das hat irgendwie nicht viel gebracht. Also war jetzt, ist jetzt kein Element, was mich irgendwie bis jetzt total anmacht. Eher so verwirrend, was das sein soll. Das mit den Verbündeten ist nett. Aber ist nicht mega toll, aber es ist nett. Was mit der Bank zum Beispiel hat mir gut gefallen, dass man da sich Geld leihen kann und das dann wieder zurückzahlt und damit zumindest so ein Stadtkapital hat. Wobei ich mich wundere, dass dieses Königreich so dermaßen verarmt ist. Der eine fängt hier mit 3000 Soldaten an und ich habe hier 100 Soldaten fürs gesamte Königreich. Das ist ein bisschen unrealistisch, habe ich das Gefühl. Ja, Musikuntermalung übrigens gefällt mir auch recht gut. Gerade die im Titlescreen war sehr gut hier, die Spiel dudelt ein bisschen vor sich hin, aber passt ganz gut. Insgesamt, ich habe jetzt glaube ich 16 Euro bezahlt, weil es ja noch so im Startsale ist. Ist das ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was ganz okay ist? Ich glaube, das Spiel geht nicht allzu lang. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man in 4 Stunden durch ist. Dafür ist es vielleicht einen kleinen Tick zu teuer, weil 4 Stunden Spielzeit ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Und das Spiel hat auch keinen Wiederspielwert, nehme ich mal stark an, weil die Story an sich wiederholt sich ja. Übrigens, Story ist natürlich stark an Game of Thrones angelehnt. Also die Szene da mit dem vergifteten Wein, wo er da das Blut rauskotzt, könnte ja direkt aus der Serie oder aus den Büchern stammen. Genau, man merkt schon, dass es so ein bisschen auch in die Richtung geht, auch mit diesen harten Entscheidungen, dass man eben egal was man sich, wie man sich entscheidet, am Ende vielleicht was rauskommt, was man nicht gerne hätte. Das war ja, ist ja in den Büchern auch so im Endeffekt. Gut, also ich würde, also das ist, die Frage ist, würde ich das jetzt hier so weiterspielen? Ja, ich würde es weiterspielen, aber es ist jetzt für mich nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Hochgenuss oder es ist jetzt ein außergewöhnlich gutes Superspiel. Es ist ein gutes Spiel. Preis passt für mich auch. Es hat schöne Optik, es ist mit liebevoll umgesetzt, aber die Mechaniken sind halt alle so, es ist halt kein echtes Adventure, es ist kein echtes Rollenspiel und auch der Wirtschaftsteil ist ganz runtergebrochen, aber zusammengenommen ist es dann wieder doch ein gutes Paket, aber es ist nicht so, wie ich jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt das Spiel, worauf wir 5 Jahre gewartet haben, aber ich würde es durchaus empfehlen, ich würde es auch weiterspielen und deswegen gibt es für mich dafür einen Daumen hoch und ja, alles weitere müsst ihr für euch selber entscheiden. Ihr habt jetzt gesehen, um was es geht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass da so wesentlich viel mehr Gameplay-Elemente dazukommen. Das dreht sich jetzt alles so um die Geschichten, die wir schon gesehen haben. Und die Story wird jetzt einfach weitergehen und eine andere sein. Ja, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen genossen. Und ihr bleibt mir gewogen. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr hier neu seid im Kanal, ein Abo geben und einen Daumen hoch für die Videos, für die 1 bis 4 zu diesem Spiel, da hätte ich auch nichts dagegen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.